Denken Sie an die Zukunft? Vermutlich ja. Immerhin ist in weniger als einem Monat Weihnachten und da denkt man ja ständig an die Zukunft, also an die Zukunft der Geschenke, hat man die alle. Aber muss man heute als einkaufender Bürger nicht noch deutlich weiter in die Zukunft reindenken? An die Zukunft der plastikbemüllten Weltmeere, an die wachsenden Müllberge, an das Klima, also einfach an die zukünftigen Weihnachten der Nachgeborenen. Ja, das sind schwierige Fragen. Ja. Und die soll man jetzt im Hinterkopf haben, während man die ebenfalls schwierige Frage löst, was schenke ich Onkel Harald? Im Englischen heißt Geschenk ja Gift. Wenn wir also für unsere Lieben ein Präsent kaufen, kaufen wir dann Gift für die Welt? Immer Ende November kommt es über uns wie eine Lawine. Das Weihnachtsgeschäft. Zeit für Geschenke für unsere Lieben. Und für viele neue Sachen. Momentan ist es so, dass ich ein gutes Handy habe und es jetzt durch ein besseres ersetze. Ja, ist immer etwas Neues und ja, braucht man immer was. Es gibt den neuen 4K-Fernseher, ist doch wunderbar. Das ist ja auch ein Vergnügen, ne? Wenn man neue Sachen hat. Ein kurzlebiges Vergnügen indes. Das Neue von heute ist schon morgen wieder das Alte. Soziologe Harald Welzer sieht unsere Gesellschaft auf einem problematischen Weg. Das große Geheimnis ist, dass niemals jemand dieses Zeugs gewollt hat. Aber sobald es auf dem Markt ist, offensichtlich ganz viele Menschen das unaufschiebbare Bedürfnis verspüren, diesen Plunder jetzt haben zu wollen. Und hier endet der Plunder. Jeden Tag landen 1 bis 2 Container Elektroschrott bei der Firma Linus in München, einem gemeinnützigen Betrieb, der Langzeitarbeitslose beschäftigt. Vieles, was weggeworfen wurde, wäre eigentlich noch gut in Schuss. Die Mitarbeiter recyceln die Geräte und verkaufen, was noch benutzbar ist. Und das ist erstaunlich viel. Die Computer sind zum Großteil gar nicht kaputt. Sie sind eben nicht mehr so schnell. Es ist ein gegenseitiges Hochschaukeln von Software und Hardware. Bei denen CD-Player zum Beispiel, 90% der Fehler ist da, dass der Laser verschmutzt ist. Und wir schieben eine Reinigungs-CD rein und dann läuft es wieder. Nebenan wird derweil mal eben ein weggeworfener Fernseher instand gesetzt. Ein defektes Teil ausgetauscht. Eine Minute Arbeit. Fertig. Noch ein Stück Abfall, das eigentlich gar kein Abfall war. Hier werden wichtige Ressourcen verschwendet, die dann auf den Müll landen. Sind wir Konsumenten also das Problem? Oder können wir gar nicht anders, weil Reparieren oft teurer ist als Neukaufen? Und weil das, was uns verkauft wird, den Verfall schon eingebaut hat? Ökonom Christian Kreis hat das Phänomen dieser geplanten Obsoleszenz erforscht. Geplante Obsoleszenz ist, dass ich Produkte so konstruiere, dass sie kürzer halten, als sie eigentlich halten könnten. Und dann kann man relativ genau als Techniker, als Ingenieur festlegen, wann gibt das Produkt seinen Geist auf. Und das sollte natürlich nach der Gewährleistungsfrist sein. Die Studie hat viele Beispiele für geplante Defekte gefunden. Drucker, die sich nach 15.000 Seiten automatisch abschalten. Relais, die überhitzen müssen. Plastikbauteile mit beschränkter Haltbarkeit. Aus Hightech wird Abfall. Und das scheint so gewollt zu sein. Wir könnten nach unserer Studie ungefähr 5 von diesen 70 Müllverbrennungsanlagen einfach stilllegen, weil wir einfach sehr viel weniger Müll produzieren würden. Fernsehtechniker Uwe Gerhardt kämpft gegen diesen geplanten Verschleiß. Er weiß, warum zum Beispiel DVB-T-Receiver fast zwangsläufig kaputt gehen. Da die ja immer unter Strom stehen, also am Netz angeschlossen sind, werden die natürlich verhältnismäßig warm und somit habe ich natürlich Fehler in den Netzteilen sehr oft, dass halt diese Elektrolytkondensatoren durch die ewige Hitze, die die ausgesetzt sind, kaputt gehen. Ja. Könnte ich das denn auch so bauen, dass das nicht passiert? Natürlich. Bessere Bauteile, bessere Wärmeableitung, da könnte man das schon machen, aber es ist natürlich alles eine Preisfrage. Gerhard versucht grundsätzlich, jedes Gerät zu reparieren, auch wenn die Hersteller das oft gar nicht wollen. Hier haben wir zum Beispiel mal so einen DVD-Rekorder. Die Lasereinheiten gehen kaputt. Meistens schon 2, 3 Jahre sind sie kaputt.
Und da stoßen wir oft an die Grenzen, dass es Ersatzteile noch gibt. Im Internet jagt er nach solchen Teilen. Laufwerke aus China, Fernbedienungen aus Lettland. Aber manchmal hilft selbst detektivischer Spürsinn nicht. Dafür findet Gerhard immer mehr Mitstreiter. Zum Beispiel die Website iFixit. Die bietet Werkzeuge und Anleitungen, mit denen vermeintlich unreparierbare Geräte doch repariert werden können. Konsumkritiker Harald Welzer findet, dass es dafür höchste Zeit wird. Wenn die Wirtschaft selber eine ist, die systematisch alles zerstört, was an künftigen Überlebensgrundlagen noch gegeben ist, dann ist es kein positives Argument zu sagen, es kurbelt die Wirtschaft an. Aber ob wir Konsum-Junkies ausgerechnet an Weihnachten den Entzug schaffen?